Willkommen auf meinem Kanal und es geht weiter mit Spirit of the Island und das Update ist endlich raus. Yes! So, jetzt müssen wir erstmal drüber sprechen, was hat sich alles geändert, weil die Patchnotes sind ja in Englisch und der ein oder andere ist vielleicht nicht so versiert in Englisch, so wie ich. Na, bei mir geht's halt. Ich krieg so halbwegs hin. Ihr seht auch schon, es hat sich ein bisschen was geändert, das sieht man schon, ja, ohne dass man überhaupt irgendwas erklärt. Oben sieht man jetzt, in welchem Jahr man ist, wir wissen, in welcher Region wir sind, in der Primavera-Region. Ja, die Uhrzeit war ja schon immer das Geld. Unten sieht man, ich habe jetzt 100 Lebenspunkte von 400. Das wurde unter anderem geändert, dass man mehr Lebenspunkte bekommt, umso höher man im Level ist. Das heißt, ich hätte maximal 400 jetzt auf Level 7 sieht man hier, genau da, Level 7 habe ich jetzt. Genau, was hat sich noch geändert? Ja, es gibt ja nun halt das, dass man Schätze ausgraben kann. Darum geht es ja eigentlich so, dass der Hauptaspekt in diesem Update. Ja, moin Emma. Ja, meine Tiere muss ich auch gleich mal versorgen. Dann mache ich mal parallel. Ja, wir können Schätze heben und zwar müssen wir, wenn ich das richtig verstanden habe, nein, hier müssen wir das nicht, wir müssen diverse Fragmente finden für die Schatzkarte. In einer Werkbank wird die denn hergestellt, die Schatzkarte, da brauche ich jetzt zweimal Erz und 16 Stück Schatzpapier. Die droppen wohl dann irgendwelche Kreaturen oder vielleicht kann man es auch irgendwo aus dem Boden graben. Ich habe das so genau noch gar nicht rausgekriegt, ich habe mich auch noch nicht mit beschäftigt. Auf jeden Fall bekommt man die nach und nach zusammen, kann diese Karte wohl zusammenfügen, benutzt sie dann wohl im Inventar, also die liegt im Inventar, benutzt sie dann halt und dann hat man auf der Karte, denke ich mal, irgendwo ein X. Wo auch immer, auf einer anderen Insel oder bei sich selber, keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Ja, da muss man dann mit seiner Schaufel, man soll auch andere Werkzeuge mitnehmen, weil es kann auch mal sein, dass irgendwas im Weg ist, Steine, wie auch immer, pipapo. Ja, dort gräbt man dann und kann einen Schatz ausgraben. Und von diesen Schätzen gibt es wohl derzeit 15 im Spiel. Die kann man dann in dem History House ausstellen. Das müssen wir uns ja auch noch anschauen. Das History House. Und in diesem History House gibt es wohl verschiedene Bereiche, sag ich mal. Und wenn man einen Bereich abgeschlossen hat, bekommt man wohl ein einzigartiges Geschenk. Was auch immer das ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Müssen wir uns nach und nach rantasten. Ja, was ist denn noch mit reingekommen? Es gibt zwei neue Inseln. Einmal die Forever Ruins und das Green Valley. Ich weiß halt nicht, wie es übersetzt wurde. Deswegen lasse ich es erstmal so im Englischen. Beim ersten gibt es wohl neue Kreaturen und es soll wohl auch ein Dungeon geben auf dieser Insel, das man erkunden kann. Das ist wohl noch so ein bisschen im Test. Die wollen halt ausprobieren, wie das sich so macht und dann könnte sowas später sogar öfter mit reinkommen. Oder noch mehr mit implementiert werden. Dann in der Green Valley gibt es wohl eine Menge Fishing Spots, steht hier, also Möglichkeiten zu fischen. Und dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es Fische gibt, die man so vielleicht nicht bekommt. Apropos Fische, meine Fische sind wieder da. Na, ist ja super. So, ich könnte ja auch mal anfangen, mal aufzusammeln hier. Ja, dass ich nicht nur quatsche, sondern auch ein bisschen vorankomme. Haben wir hier da... Oh ja, Maniok, sehr schön. Endlich ist der Maniok fertig. Ich hatte Angst, dass das verpackt ist. Weil gestern war das ja immer noch bei 87%. Und das war es ja vorher irgendwie auch schon. Da war ich so ein bisschen... Bange. Muss ich es gießen? Gieße ich es? Ich weiß nicht. Eigentlich regnet das doch jeden Tag einmal, oder? Eigentlich brauchst du doch gar nicht gießen. Nee, du sollst gießen, nicht ernten. Ja, was haben wir denn noch? Also wie gesagt, die Dungeons gibt das halt eben. Das werden wir uns auf jeden Fall, glaube ich, gleich angucken. Ich werde es versuchen zumindest, mir eine Rüstung machen. Dann gibt es wohl für jede Saison einen eigenen Soundtrack, also eigene Melodie. Die Melodie, die wir jetzt hören, ist halt die, die wir kennen. Dann gehe ich davon aus, dass es die Sommermelodie ist. Und dass wir dann in anderen Jahreszeiten andere Melodien haben. Was ganz nett ist, ich fände es auch ganz nett, wenn nachts irgendwie eine Musik läuft irgendwie. Also ich finde das immer ein bisschen schade so. Das fehlt mir immer. Ist so ein bisschen zu leise. Könnte auch irgendwie eine Musik laufen, irgendwie so eine kleine Nachtmusik. was haben wir denn noch? Also, ja, ja, Items are now sorted by type in all time. Ach so, warte mal. Wahrscheinlich hier all type. Also, das wurde, die Sortierung wurde hier woanders gemacht. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Weil ich habe das hier eh noch nie benutzt. Da muss ich mal gucken, ob sich das irgendwie geändert hat. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Was haben wir noch? Es gibt natürlich jetzt die Combat Bench, also die Kampfwerkbank, sag ich mal, wo man seine Rüstung herstellt und Waffen herstellt. Das machen wir natürlich gleich sofort. Und da gibt es halt eben ja New Weapons. Es gibt ein schmales Schwert, ein langes Schwert, ein silbernes Schwert, ein goldenes Schwert, ein Meisterschwert, ein Feuerschwert, ein Eisschwert, ein Donnerschwert und die können alle dort gecraftet werden. Ich hatte die Bank vorhin schon mal gemacht, also die Schwerter sind so noch nicht alle da. Entweder sind noch nicht alle vorhanden oder man muss sich andere irgendwie erst, die anderen erst freischalten.
Was haben wir noch? Bam, 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 bam. Ja, und es gibt halt verschiedene Rüstungen. Es gibt halt Lederrüstung, Kämpf, also Fighter-Rüstung, Explorer, also Entdecker, Guard and Ancient Armor steht hier halt. Ja, was uns halt eben hilft, gegen Kreaturen zu kämpfen, also uns halt schützt. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Dann gibt es wohl drei neue Kreaturen. Im Englischen heißen die Dead Hunger, Dark Phantom und Ancient Spider. Wie gesagt, wie es übersetzt wird, schauen wir dann, wenn wir sie sehen, wenn sie mich angreifen oder ich sie. Das mit den Schätzen hatte ich schon, genau. Und in Zukunft sollen halt mehr Schätze kommen. Ne? Die 15 sind jetzt erstmal für den Start. Später soll mehr kommen. Und ja, wie gesagt, dass es halt eben jetzt mehr Lebenspunkte gibt bei höherem Level. Moment mal, ich habe schon wieder kein Wasser. Meine Herren. Ich glaube, die ganze Folge quatsche ich hier nur. Und wir sehen gar nichts vom Update. So, komm, erstmal gießen. Genau, dann mache ich gleich mal wieder die Kanne voll Wasser hier. So, und dann wurden noch ein paar Sachen geändert. Da muss ich mal kurz gucken. Moment. So, jetzt muss ich mal kurz die Tabelle verschieben. You can now make a cup of coffee using a stove. Ein Stove, ein Ofen. Okay. Aber ist das nicht auch ein Ofen? Aber ich kann ja eh noch nicht machen. Oder gab es noch vorher keinen Kaffee? Da, Tasse Kaffee. Ja, mit Erkunden 2. Genau. Und das soll ja auch, glaube ich, auch einen Buff geben halt für, also dass das halt eben dann wieder die, ein bisschen wacher macht. Brauchst du gar nicht viel für, ne? Wasserflasche, Kaffee. Was wird denn in der Wasserflasche abgefüllt, der Kaffee? Hm, lecker. was haben wir noch? Bam, bam, bam. Was haben sie alles gefixt? Ach nee, warte mal. Wir bekommen jetzt mehr Erfahrungspunkte, wenn wir neue Gebiete erkunden. Was haben wir noch? Die Tiere verbrauchen weniger, oder trinken und essen weniger, wenn sie erwachsen sind. Ne, steht hier, wenn sie getting older, also wenn sie... Wenn sie groß werden, ich habe das doch schon alles hier drin, mein Gott. dann setzen wir das einmal hier rauf. Ach, das ist sogar schon da. Da hin. Und den Wassereimer, den brauchen wir einmal auf der 7. Ja, so machen wir das. So, was haben wir denn noch? Bam, 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 bam. Ja, die werden. Achso, ich bin ja schon bei den Fixes, was gefixt wurde. Da wollte ich gar nicht lesen. Ja, man bekommt jetzt auch mehr Erfahrungspunkte, wenn man angelt. Vorher war das halt pro Fisch 1 EP, jetzt sind es 5. Also das ist schon ganz ordentlich. Weil es war doch wirklich sehr schwer, beim Angeln überhaupt voranzukommen. Da hätte man sich wirklich tagelang, ja genau, tagelang hinsetzen müssen, um da weiterzukommen. Ich hätte auch gleich mal nach dem Futter gucken können, ne? Ich äumel. Ja, ist nur 71%, das reicht. Was haben wir noch? Change UI for days, years and more. Genau, das haben sie ja auch. Ja, es wurden bei den Inseln, die es schon gab, wurden neue Gegenstände zugefügt. Das sagt mir jetzt so nichts. Dann, was haben wir noch? Achso, das Geld, das man bekommt für Essen und Trinken, wurde geändert. Da will ich mal kurz gucken. Ich habe hier gerade nichts dabei. Ne, Futter mache ich noch nicht hier bei denen. Das gucken wir gleich nochmal an. Ich hoffe, ich behalte mir das auch. Dann wurden die Bäume und die Steine optisch wohl verändert irgendwie. Anscheinend nicht für alle, ne? Weil die Bäume sehen immer noch aus wie vorher. Die Felsen? Weiß ich nicht. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Oh, ich habe fast nichts mehr zu trinken. So, machen wir gleich mal voll. Die Preise für... Also für die Früchte, die an Bäumen wachsen. Fruit Tree Seeds. Ah, alles klar. Die Preise für die Saaten für Dings wurden geändert. Ich muss Wasser holen. für die Bäume. Das ist natürlich gut. Die sind teilweise schon sehr teuer. Gut, man kann natürlich sagen, dass sie noch teuer geworden sind. Was haben wir dann noch? Achso, es wurde wohl, man bekommt jetzt wohl entweder mehr oder weniger. Steht ja, die wurden halt nur geändert. Fürs Craften, dass man da wohl weniger oder mehr EP bekommt. Das müssen wir mal gucken. Hier steht halt nur, dass es geändert wurde. Was haben wir noch? Das habe ich schon besprochen. Ja, und dann noch diverse Fixes, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das kriegt ihr denn ja mit. So, was wollte ich eigentlich noch? Das mit dem Essen wollte ich gucken. Guck mal, ich habe mir das behalten, meine Herren. Das ist Wahnsinn, ne? So, wollen wir mal gucken, was bringt der jetzt hier? Warte mal. Das wurde enorm verändert und zwar total verschlechtert. Was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil ich fand, die Preise waren schon teilweise abnormal. Also für die Suppe habe ich 2000 bekommen. Und wenn du das einfach mal eine Saison durchziehst und voll Gas gibst, dann bist du ja abnormal reich, in Anführungsstrichen. Und dafür gab es 4.500 und jetzt 450.
Klar, kann ich verstehen, wenn man es nicht so gut findet, aber ich finde es eigentlich schon besser, dass es dafür jetzt weniger gibt. Aus dem einfachen Grund halt eben, weil das andere war schon echt zu viel Geld für zu wenig machen irgendwie. Gut, also die Preise haben sie da geändert. Aber dann lass doch gleich mal gucken. Guck mal, den Eimer packe ich da auch mit rein. Ja, den Eimer packe ich da nicht mit rein. Ich packe den da mit rein. Dann lass doch mal kurz. Nee, guck, machen wir nicht mehr zu Jordan gehen. Der hat nämlich schon Feierabend. Dann machen wir die Werkbank jetzt. Die Kampfwerkbank. Die braucht 4 Holzplatten, 10 Eisenbarren, 4 Packungen Nägel. Dann hole ich doch erstmal die. Genau, da waren 4. Jo, waren das 4? Ich guck mal lieber nach, bevor ich ja. Ja. Okay. Und dann haben wir, ich glaube, 10 waren das jetzt. 10. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man eigentlich für eine Packung Nägel hier? Eine mal. Gut. Ach so, für 5 brauche ich einen. Okay. Ja, da habe ich ja schon zu viel dabei. Genau, das machen wir auf jeden Fall eben noch fertig. Jo, was kann ich noch machen? Ja, mit dem Zaun, da mache ich hier später weiter. Hatten die Schweine eigentlich alles? Ihr Schweine. Ja, die hatten alles. Oh, einmal Gewürz. Das lasse ich aber erstmal drinne. Da muss ich mal schauen, wie viele Eier mittlerweile die Hühner haben. Da muss ich ja schon 50, na 40. Jetzt packe ich einmal Futter rein. Unter 50 ist okay. Da kann man das mal machen. Ich glaube, um 50 füllt sich das immer auf. Und wenn man das noch mehr als 50 ist, dann ist es ja eigentlich Verschwendung. Ja, sogar füllt sogar mehr wie 50 auf. Muss ja 60 sein. Genau, das haben wir jetzt. Haben wir alles? Jo, wo baller ich den mal hin? Ist ja erstmal egal. Kann ich den drehen? Ja. Dann mache ich erstmal hier hin. Das muss ich auch alles nochmal ändern. Das soll ja nicht so frei rumstehen. So, schauen wir mal rein. Was haben wir denn? Wir haben das Kurzschwert, das Langschwert, Silberschwert, Goldschwert, Meisterschwert. Ach, guck mal, beim Meisterschwert brauchst du schon dunkles Trollleder. Das haben wir da so natürlich noch nicht. Ah, da brauchst du feines Trollleder. Was kann ich denn herstellen maximal? Das hier, glaube ich, ne? So, da haben wir die Lederrüstung, die Kämpferrüstung, Entdeckerrüstung, Wächterrüstung, uralte Rüstung, Reiseshorts. Ja, das ist ja das, was wir anhaben, ne? Laufschuhe. Das heißt, eigentlich gibt es nur eine Rüstung. So, was machen wir denn? Die uralte Rüstung können wir nicht machen. Grünes Trollleder und Altaul haben wir nicht. Ich denke mal eher die Kämpferrüstung. Das heißt, da brauche ich Seile. Was brauche ich denn allgemein? Ach je, Kupfer, Silberbarren, Eisenbarren. Da holen wir doch erstmal. Ja, nein! Hilfe! Hilfe! Das machen wir nicht. So, Eisenbarren, ich hau die erstmal komplett rüber. Silberbarren, dann waren da noch Seile, Leder. So, das Leder nehme ich einmal komplett mit. Die Seile nehme ich komplett mit. Bestimmt war da auch Holz mit bei. Ich weiß das gar nicht mehr. So. Und dann schauen wir mal, ob wir schon irgendwas herstellen können. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen Nägel. Ach, guck mal, die Kämpferrüstung können wir schon machen. Machen wir. Das muss ich ja warten. Ich habe ja nur eine. Ja, gut. Da warten wir kurz. Ich werde auch gleich ins Bett gehen, damit ich meine Lebenspunkte komplett auffüllen kann. So, schön. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ich will noch kurz. Ich will noch kurz da was machen. Oh, wirklich jetzt? Eine Packung Nägel? Okay. Ja, weniger geht ja nicht. Dum, 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 dum. Warte ich kurz, bis es fertig ist. Dann machen wir das Schwert fertig. Und dann legen wir uns hin und morgen früh gucken wir uns das mal an. Was sich denn verändert, wenn wir das. Ach, er ist einfach. Er ist einfach durstig, ne? Kann man nichts machen. Doch, kann man. Man könnte was trinken, aber ich habe gerade nichts dabei. Muss nur noch kurz aushaken und dann gehen wir gleich in die Bude rein. Da habe ich was zu trinken. So, sehr schön. Dann machen wir das Schwert eben fertig. Das Silberschwert. Ach komm, das können wir eben fertig machen lassen. Da kann ich doch ins Bett. Das machen wir, wa? Ab in die Haja. Ab in die Haja. 9 Stunden. Bin ich mal gespannt. Meine HP geht aber nicht hoch. Okay. Müssen wir mal gucken, wie die da oben kriegen. Ob wir da bestimmtes Essen vielleicht konsumieren müssen. Dass wir das nach oben bekommen. Schwierig. Gut, aber der junge Mann, der hat erstmal Hunger und Durst. Dann nehmen wir das mit. Und dann, ja, dann können wir auch hier so eine Suppe essen.
Ja, das ist jetzt nicht mehr, kein Hexenwerk mehr. Krass, komplett weg. und die, ach, die Apple habe ich schon, die Apple, die Kokosnüsse habe ich schon da unten drinne. Ja, und dann werden wir uns gleich mal ein bisschen Benzin herstellen. Ach ja, das soll übrigens auch, wenn ich das richtig verstanden habe, weniger Öl verbrauchen. Ja, du brauchst ja nicht mal raufhauen, Schwert ist fertig. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was sich denn ändert. Weil wir haben ja auch eine Anzeige hier, für wie viel Schaden wir machen und wie viel Verteidigung wir haben. So, jetzt habe ich hier Äpfel angewählt. Dann sagt er, ich mache minus 36 bis minus 44 Schaden. Jetzt nicht mal die Machete. Das geht hier drin gar nicht. So. Oder geht das nicht? Nee, geht nicht. So, mit der Machete machen wir schon Schaden. 22 bis 28. Haben eine Verteidigung von 5. So, jetzt legen wir das Ding mal an. Mit dem Ding machen wir 180 bis 220 Schaden. Das ist schon ein krasser Unterschied. Jetzt müsste man die anderen auch... Weil, wenn man hier drauf guckt, steht leider nicht bei, wie sich das verändert. Also, wie viel mehr Schaden mache ich damit? Oder wie viel Schaden mache ich generell? Doch, da, warte mal. Da steht doch Schaden 200. Ach, der nimmt so einen Mittelwert wahrscheinlich, ne? Guck mal, da steht Schaden 200. Hier im... Das kann ich leider nicht rübergehen. Ne? Beim Silberschwert selber Schaden 200. Und bei Schaden steht jetzt 180 bis 220. Also, der nimmt so einen Mittelwert. So, wie ändert sich denn die Verteidigung? Anlegen. 100. Steht das hier auch? Ja, Verteidigung. Verteidigung 100%, Widerstand 100%. Ist ein bisschen blöd gemacht, ne? Ist ein bisschen blöd gemacht. Das sind 100, 100 Punkte mehr. Ja, gut. So, jetzt habe ich das angelegt. Das ist das Schwert. Ich finde ein bisschen schade, die Rüstung sieht nicht anders aus, ne? Wenn ich das jetzt... Vor allen Dingen lustig ist, ich lege die Rüstung an, dann legt die Hose ab. Oh, okay. Ah ja, gut. Ist halt so. So, dann packen wir das mal hier in eine Kiste. Das, was wir nicht brauchen. Die Klamotten. Das kann da rein. Die Machete brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ne? Ich denke mal, Gras schneiden kann ich auch mit dem Dings. Das kann alles weg. Die Suppe nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hatte noch irgendwelche Heiltränke hier, ne? Ja, das nehmen wir mal mit, weil wenn wir auf die Insel gehen, glaube ich, kann das nicht schaden. Nicht, dass wir da vom Stängel fallen. So, was hatte ich jetzt? Ach ja, ich hatte noch so ein paar Sachen hier. Das packen wir mal weg. Das packen wir weg. Das packen wir weg. Ah, die Bretter hätte ich natürlich auch wegpacken können. Das machen wir nochmal. Ich wollte ja nochmal gucken, was jetzt die Saaten kosten, ne? So, ich finde es ein bisschen schade, dass meine Lebensenergie nicht hochgeht. Ich könnte jetzt mal einen Heiltrank nehmen. Möchte ich es aber auch nicht verschwenden. Benzin brauche ich. Genau, was brauche ich denn da nochmal? Also man braucht jetzt zweimal Öl. Wie viel brauchte man vor? Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich in einem meiner älteren Let's Plays gucken. Zwei Eisenbarren, Einpackung Nagel. Also, einmal den. Waren zwei, ne? Wahrscheinlich waren es vier. Ich habe nicht richtig geguckt. Doch. Und zweimal Öl. Öl habe ich auf jeden Fall. An Öl soll es nicht hapern im Moment. Da. Sehr schön. Dann machen wir mal schön Fuel. Genau. Bestätigen. Ja, die Flaschen kann ich wieder wegbringen. Laufe noch einmal gegen die Türzarge. Wunderbar. Und dann packen wir das einmal hier hin. Und so würde ich jetzt losgehen. Na gut, ich könnte den Eimer noch wegpacken. Die Gießkanne brauche ich unterwegs nicht. Das behalte ich mal. Vielleicht angel ich. Ja. So, das nehmen wir alles. Das ist die Abenteuerausrüstung. Sauber. Wir haben Benzin. Dann lassen wir ganz kurz zu Jordan. Weißt du was? Dann nehme ich das Fahrrad. Da bin ich doch schneller. Komm, los geht's. Ich müsste eigentlich ein schönes Schwert auf den Lenker gepackt. Ah, ich muss mich immer wieder ans Fahrrad gewöhnen. So, los geht's. Da bin ich mal gespannt. Eigentlich muss, ja, ich muss auch noch mal die Sachen gießen, ne? Lass ich jetzt mal, das regnet bestimmt. Hundertprozentig. So, also haben wir die, ich muss mal kurz gucken, haben wir diese Woche nicht noch ein Event? Oh ja, dieses bestimmt hier mit Sommerwende oder was? Noch ein Event, sauber. So, ab... Oh, Hilfe! Oh, moin Jordan, ich habe gerade keine Zeit, du. Ich muss aber kurz mit Jordan reden. Und mal gucken, wie viel der Halsabschneider von mir haben will. Für eine Baumsaat. Dum, 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 dum. Ah, da ist er schon. Warte mal. Ah, bleib stehen. Ach, guck mal, es geht sogar direkt hier. So, jetzt wollen wir mal gucken. Mango und Zitrone haben mal...
Oh ja, das ist schon runtergegangen. Die habe ich, meine ich, für 600 gekauft. Sind hier 240? Das ist schön, weil ich kann mal Mango-Baumsaat kaufen. Ich habe... Mit meinem Mango-Baum ist was passiert. Ich möchte da nicht drüber reden. Oh, das... Ja, okay. Das ist ein Baum? Ich kaufe das Ding mal. Jabutikaba, ich kenne das nicht. Kann im Sommer wachsen. Ansonsten haben wir alles. Das machen wir noch eben. So, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall schon spürbar günstiger geworden. Also. Ja. Gegen die einzige Laterne, die hier steht, da fahre ich natürlich gegen. Das Abenteuer kann richtig toll werden, gleich auf der Insel. Oh. Nein, nein, nein. Warum fahre ich dagegen? Warum fahre ich da in die Sackgasse? Oh Mann, ich bin hier noch nicht so ortskundig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, du guck mal schön in die Ferne. Da bin ich mir echt gespannt. Auf das Dungeon bin ich auch gespannt. Ich meine, gut. Viel erwarten darf man... Oh, das muss ich auch mal wieder alles wegkloppen hier. Viel erwarten darf man da noch nicht. Aber es ist mal was Neues. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja auch schon Teile. Das war ein komisches Geräusch. Vielleicht finden wir ja auch schon Teile für eine Schatzkarte. Das könnte ja sein. Was war da? Oh Mann. Ja, ihr seht, das, für mich ist es auch nicht so leicht. Ja, schön einmal über den Marktplatz hier fahren. Da haben wir natürlich immer noch keinen Strom. Boah. Hallo, 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 Captain. Wir brauchen Fahrsicherheitstraining. So. Gut, da muss ich noch einmal gucken, hier in den ganzen Kram, ob ich es gießen muss. Nein, muss ich nicht, komischerweise. Aber die Kaffeebohnen sind fertig. Ja, da muss ich auch mal, Kaffee möchte ich gerne machen können. Also das wäre schon echt cool, wenn du da einen Buff für kriegst, der dich dann so ein bisschen munterer macht. Oh, sehr schön. Ja, nächste Saison ist auch der Herbst. Da muss ich dann auf jeden Fall schauen, dass ich mich vorbereite. Weil du kannst im Herbst nicht viel machen halt, ne? Im Herbst, im Winter dann. Du kannst deinen ganzen Kram hier verschönern, irgendwas vorbereiten, keine Ahnung was. Aber ja. Es lässt sich halt nichts anbauen. So, habe ich alles, genau. Das wollte ich nochmal kurz anpflanzen. Dann stelle ich denn da hinten, stand ja mal der Mangobaum, den kann ich jetzt auch woanders hinstellen. So, dann haben wir... Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Wo sind sie? Hä? Sind die nicht hier? Ja, hier Mangobaum. Hä? Ach so, alles klar. Ich brauche Pflanzenfasern und Holzklötze. Das ist ja lustig. Baue ich mir den Stamm erstmal selber. Stelle ich übereinander und gut ist. Dann nehmen wir mal komplett mit. Pflanzenfasern auch. Das könnte sogar zu wenig sein. Was ich hier gerade noch lese, was sich auch verändert hat, das Reparaturset. Braucht wohl weniger Teile. Vier elektrisches Kabel. Ja, man braucht ja vorher noch mechanische Komponente, ne? Für das Reparaturset. Das finde ich gut. Ja, da macht man das Fahrrad dann doch mal eher heil, weil ich fand die mechanische Komponente gerade, da brauchst du ja auch schon einiges. Und dann noch die Teile, die das Reparaturset eh schon brauchte. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Das ist auch gut, dass sie das geändert haben. So, jetzt wollen wir mal Jabutikaba. Jabutikaba bauen wir mal. Bauen wir mal. Da so hin. Ja. Und dann haben wir noch das Mangobäumchen. Das machen wir mal hier hin. Ich finde das schick. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ich finde es schick. Habe ich nicht noch irgendwas gekauft? Nee. Nee, habe ich nur das gekauft. Gut, wunderbar, dann können wir doch los. Dann können wir doch los. Dann packe ich hier nochmal den ganzen Quatsch rein, den ich nicht brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ab geht die Luzi. Ab zum Strand, ab ins Boot. Und auf in den Kampf. Und da sind wir mal gespannt. So, die Insel heißt... Das habe ich schon vergessen. Ich werde mal sehen, es gibt ja nur zwei neue. Oh! Ah! Okay, das ist... Ah! Ach, hier ist das! Oh! Ah, Feuerschwert. Ich habe diesen Artikel nicht. Das sind dann die... Machete habe ich doch schon. Das sind denn die Sachen, die man... Ach so, ich könnte jetzt hier mein... Warte mal. Mein Schwert hier reinlegen. Was habe ich denn eigentlich für eins? Das will ich natürlich nicht machen.
Oder? Ein Silberschwert. Das wäre das da. Möchte ich aber jetzt nicht machen. Smaragd, Rubin, Diamant. Gehen wir weiter runter. Ach hey. Ach, hier kann ich die ganzen Sachen dann reinlegen. Piratengürtel. Altes, leichtes Ei. Ugh. Pizza, Wintersuppe, Sushi. Ah, okay. Also du kannst sie. Ja, ich meine, es ist noch nicht wirklich so viel. Ein Kissen einer Königin. Oh, ein Kelch Gottes. Aber das wird ja noch alles erweitert, ne? Ist ja erst der Anfang. Hoffen wir mal. So. Haben wir das auch schon mal abgearbeitet? Haus der Geschichte. Erfahren mehr über unsere eigene Geschichte. Okay. Das machen wir. Das machen wir. So, ich hoffe, die Touristen erschrecken jetzt nicht, wenn ich hier mit dem Schwert langkomme. Ja, moin. Ach nee, da muss ich ja hin. Südliche Anlegestelle. Genau da möchte ich hin. Okay, was haben wir denn? Wir haben dein Boot. Nein, Sandklippen. Dschungelnest. Ewige Ruin. Das war ewige Ruin, ne? Ole Mauk. Das ist auch ein Name. Scharfe Klippen. Das andere war irgendwie ein Valley, ne? Das neue. Grünes Tal. Das ist es bestimmt. Green Valley. Genau, grünes Tal. Das war ewige Ruin. Ja. Da wollen wir hin. Reisen. Achso, ich muss einmal auftanken. Und? Ewige Ruin. Was ihr auch geändert habt. Warum kann ich nicht fahren? Mann, ist mein Dings zu kaputt? Was? Kein Reparaturset. Aufgetankt ist, ne? Kraftstoff, ja. Ich will. Dahin. Ah. Ich brauche 40 Kraftstoff. Nee. Nee, ne? Nein. Nein. Ich brauche jetzt nicht 40 Kraftstoff und mein Boot hat nur 30. Ich kann da nicht hinreisen. Warte mal, kurz mal vergleichen. Ja, hier brauchst du Kraftstoff 25. Damit bin ich hingekommen. Ah, oh, ich brauche ein anderes Boot. Das heißt, ich muss jetzt, glaube ich, 40.000 zusammensammeln. Ja, hier geht's ja nicht. Ja, was machen wir jetzt? Der Plan erfährt eine Änderung. Aber wieder perfekt vorbereitet, würde ich sagen, ne? Dann müssen wir das verschieben. Und ich werde jetzt mit dem Schwert in die Höhle gehen, wo diese Würmer sind. So. Die waren nämlich auch, nee, ich weiß, wo ich hingehe. Genau. Zu den Ebern. Die waren nämlich auch nicht ohne. Das machen wir. Ich will jetzt Boot fahren. Ich möchte jetzt Boot fahren. Um 16 Uhr. Das ist wahrscheinlich auch wieder so eine ganz geile Idee, ne? Viel zu spät. Aber egal. Und dann muss ich mein Boot auch reparieren. Das ist nämlich schon ganz schön Duddy. Ja, genau. Natürlich regnet es jetzt. Das war hier die, wie hieß sie nochmal? Da, Wildschweinberge. Sandklippen. Dschungelnest. Ja, komm, Wildschweinberge, da war ich ja schon mal. Da kann ich wenigstens hinfahren. Und was sie auch geändert haben, dass während der Fahrt die Zeit nicht weiterläuft. Das war vorher so. Ja, genau, 16:28, da bin ich auch losgefahren. Genau, das ist jetzt auch neu, weil vorher lief die Zeit wohl weiter. So, komm her, du Wildschwein. Ja. Und ein Stück Schatzpapier, siehst du? So, wir sammeln jetzt alles ein, was hier nied- und nagelfest ist hier. Das ist natürlich ein ganz anderer Schmeck. Ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Dings raufgehauen habe. Das war aber deutlich öfter. So, hier gibt es noch ein paar. Da kommt nicht mal dazu, mich anzugreifen. Und hier gab es, glaube ich, mehrere, ne? Auf dem Platz. Ja. Kommt her, ihr Schweine! Ist mir auch egal, ey. Okay, die sind überhaupt kein Gegner mehr. So, was haben wir denn hier? Apples, die nehmen wir natürlich mit. Ja, die Insel ist natürlich jetzt nicht so spannend, ne? Die ist jetzt natürlich nicht super spannend, aber ich muss erstmal mehr Geld verdienen, was natürlich jetzt ein bisschen schwieriger wird. Frage ist, wo kriege ich den... Ja, komm her, Junge. Wo kriege ich jetzt Harz her, ne? Oh, ist hier eine Höhle? Nee, hier ist leider nichts. Schade. Wo kriege ich dieses Harz her? Kriegt man Harz aus Bäumen? Kann ich das hier wegkloppen? Mal gucken, mal gucken. Nee, vielleicht auch zufällig. Vielleicht ist auch ein Zufallsdrop irgendwie. Das vielleicht nicht bei jedem bekommen. Ah, so nicht. Gut, gut. Müssen wir mal schauen. Ach, Krabben, ey. Das ist ja... Ha!
Au, der hat mich gehauen. Macht man doch nicht. Was ist eigentlich, wenn ich hier buddel? Kriegt da irgendwas anderes eigentlich am Strand? Ja, kriegst auch nur Erde, ne? Okay. Ich habe die Insel ja noch nicht komplett erkundet. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas Spannendes gibt. Oder ob die einfach völlig, ja, egal ist. Was ist das denn hier? Kann man das irgendwie ausbuddeln? Ja, hier buddelt aber auch gar nicht. Okay. Mhm. Gut zu wissen. So, hier geht's hoch, ne? Oh ja, oh, da kommen ein paar Gegner. Wildschweine? Nee. Ja, komm. Die Krabbenmuscheln, die Krabbenscheren, die braucht man übrigens. Au! Ah, du musst Luft holen, ne? Kannst du mal aufhören? So, können wir jetzt... Zack, so. Jetzt aber. Ich werde mal was trinken, was essen. Etwas stärken. Schöne Wintersuppe wegmachen hier. Verwenden. Ja, ich finde das echt gut, dass es weniger kostet. Weil so, also wie gesagt, wenn ich jetzt mit 2000 oder 4,5, da hätte ich ja voll schnell das Geld für zum Beispiel die... Für das bessere Boot, ja, ratzfatz zusammen. Komme ich da hoch? Komme ich da hin? Ich will da hin. So, Pilz einsammeln. Da muss ich auch mal schauen, was ich aus den Pilzen mache. Ich habe ja noch einige. Dass ich mal was Sinnstiftendes damit mache. Kokosnüsse könnte ich jetzt mitnehmen. Ja, brauche ich aber eigentlich nicht. Die Frage ist, wo kriege ich den Harz her halt, ne? Eine schöne Schatzkarte wäre schon toll, oder? Ich glaube, eine Schatzkarte wäre schon richtig gut. Hätte ich schon Lust drauf. Ich müsste auch bald ins Bett. Den Abel. Zack. Ah, guck mal, zwei Äbel sogar. Also das wurde auch geändert, dass halt wohl mehr Äbel an so einem Baum dran sein können. So, was haben wir da? Ein Wildschwein? Nee, das war kein Wildschwein. Oh, was hat er denn jetzt? Ach, du bist schon wieder... Ich bin schon wieder völlig fertig. So, hier komme ich doch bestimmt hoch. Ich will da jetzt hoch. Ne, den Weg bin ich ja schon mal gelaufen, ne? Und dann waren hier diese komischen Felsen. Den, ah, oh, ich bin falsch abgebogen. Alles klar. Hallo, Pilz. Da bin ich genau. Hier muss ich lang. Dumm. Dum, dum, dum. Und da ist noch ein Pilz. Jo. Was ich halt ein bisschen schade finde, ja, na, was heißt schade? Also das werden sie nochmal irgendwie ändern müssen, weil hier steht halt eben Schaden 200. Okay, das macht Sinn. Aber ich finde, das sollte dann noch stehen 180 bis 220. Außer man hat, warte mal, außer man hat schon Grundschaden. Jetzt muss ich mal irgendwas aussuchen. Eigentlich bräuchte ich jetzt mal einen freien Slot, ne? Naja, ich würde das... Du kannst ja gar keinen freien Slot mehr machen. Was, wenn ich jetzt das hier, dann sagt er wieder irgendwie minus irgendwas. Ja, hä? Was? Mit dem mache ich 270 bis 330 Schaden? Wenn ich mit der Flasche zuhau? Was ist das für ein Elixier, sag mal? Diese gut schmeckende Flüssigkeit kann deine Gesundheit stärken, okay? Ja. Die Frage ist, ich benutze es einfach mal. Ja, leider nicht. Schade. Ich dachte über 100 dann. Nee, das geht leider nicht. Ist halt die Frage, wie kriegt das aufgefüllt, ne? Hier ist eine offene Schatzkiste. Da war ich schon. Ist ja ein Ding. Ach ja, okay. Hier bin ich dann hin. Da bin ich dann hin. Aber hier... Ich weiß gerade nicht, wie ich hochkomme. Schade. Ah, das nervt mich auch so ein bisschen, dass ich jetzt keine 40.000 hatte, ne? Ich wäre so gern zu diesem Dungeon hin. Aber gut, müssen wir verschieben. Aber das ist so, das ist ein schönes Ziel. Da kann man drauf hinarbeiten. Jetzt habe ich 12.000 auf 40.000 verdient. Da komme ich hier mal ein paar Kokosnüsse mit. Das ist doch eine gute Sache. Das heißt, mehr verkaufen. Das finde ich ein bisschen komisch, ne? Sieht aus, als wären die im Wasser. Aber eigentlich sind sie ja gar nicht. War gut, auch wieder eine Menge Fett bekommen. Aber die Frage ist halt, wo kriege ich Harz her, ne? Was ist denn, wenn ich die Bäume hier weghaue? Ach, jetzt sieht er das an. Das dauert ja voll lange. Ja, da gibt es auch noch Holz. Hm.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut, ich fahre erstmal zurück. Dann lege ich mich in die Haie. Ja, dann startet ein neuer Tag und dann haben wir ein neues Ziel. 40.000 verdienen. Ja, muss eine alte Oma schon lange verstricken. Wir sind jetzt da, wir wollen da gerne hin. Genau, zurück. So, ja, kleines Abenteuer erlebt. Vielleicht gehen wir nächstes Mal auch in die Höhle, wo die Würmer sind. Denn die sind bestimmt auch garantiert viel leichter zu bekämpfen. Und ich habe mir sagen lassen, man soll da wohl zwei Schlüssel mitnehmen. Hat mir der Hellrider gesteckt. Das sind wohl zwei Kisten. Es wäre gut, ob man noch mal, ob man den normalen Schlüssel mitnehmen soll oder den besseren. Das kannst du ja nochmal reinschreiben in die Kommentare. Nicht, dass ich den falschen mitnehme. Und ich wollte sowieso immer Schlüssel mitnehmen, also generell dabei haben. Dass man nicht überrascht wird dann, oh, Kiste und dann ja, kein Schlüssel und dann weißt du später nicht mehr, wo das war. Ja. Und schon kriegst du die Kiste nicht auf, weil du die nicht mehr wiederfindest. Ja, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. So, ich habe erstmal eine Menge vorgelesen. Wir haben ein bisschen gekämpft, wir haben Waffen hergestellt, Rüstung hergestellt. Und ja, haben gut das Dingshaus gesehen. Na, wie heißt denn das? History House. Genau, ist noch recht klein, auch recht wenig drinne. Das wird garantiert noch erweitert. Ja, ist okay, das Update. Ne? Wie gesagt, auch ein paar Sachen geändert. Hier, die Bäume sind günstiger. Dafür gibt es das Essen weniger. Finde ich aber auch okay. Auch oh, schön, wie die pennen. Ne? Oh. Vor allen Dingen, weil die Emma sieht jetzt so ein bisschen aus wie die Mama von den drei. Ne? Ist sie ja gar nicht. Die sind einfach dazugezogen. Ja, genau. Wie gesagt, nächste Folge werden wir auf jeden Fall, oder nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir Richtung 40.000 kommen und dann das nächste Boot holen auf jeden Fall. Das wird so unser Hauptziel sein und alles andere läuft ja nebenher. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.